150 zum Teil ziemlich brutale Mini-Monster, die im Nintendo Game Boy leben, beherrschen zurzeit die Fantasie der Kindergarten- und Schulkinder. Das ist ein massiver Aufruf zu gewalttätigem Verhalten. Für die einen ist Pokémon der beste Babysitter der Welt, für die anderen die Brut einer degenerierten Gesellschaft. Die Polizei warnt davor, die Zeichentrickmonster mit auf die Straße zu nehmen. Ganz klar, was hier geschaffen wird. Der multimediale Haustierersatz des 21. Jahrhunderts. In vielen Schulen hier sind die Spielzeuge mittlerweile verboten. Einige Kinder hatten Klassenkameraden bestohlen.150 zum Teil ziemlich brutale Mini-Monster, die im Nintendo Game Boy leben, beherrschen zurzeit die Fantasie der Kindergarten- und Schulkinder. Das ist ein massiver Aufruf zu gewalttätigem Verhalten. Für die einen ist Pokémon der beste Babysitter der Welt, für die anderen ist es eine Schule.